Ich blätterte in dem ehrwürdigen Buch und suchte das richtige Kapitel. Aha, die Offenbarung des Johannes. Wo ist das nur? Da ist es ja. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erstes Kapitel, Vers 3, 1-3. Ich hatte bereits in der Bibel nachgeschlagen und die Kapitelnummer gefunden. Ich blätterte in dem ehrwürdigen Buch und suchte das richtige Kapitel. Aha, die Offenbarung des Johannes. Wo ist das nur? Da ist es ja. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erstes Kapitel, Vers 3, 1-3. Ich stellte die Uhr auf die Zahlen der Bibelverse. Erstes Kapitel, Vers 3. Nichts. Mir fiel auch nichts mehr ein. Dann hörte ich plötzlich ein Geräusch. Statuen, die sich verschoben. Antike Mechanismen. So etwas hatten wir in Idaho nicht. Hinter der Statue führte eine Treppe nach oben. Na dann los! Ergreift ihn! Uah! Lasst ihn los! Kommen Sie herein, Monsieur Stobart. Wir haben Sie erwartet. Wer sind Sie? Ich bin der Präzeptor des Tempels. Der Orden vom Heiligen Stephan. Sehr gut. Wir wussten, dass Ihre Schlussfolgerungen Sie zu uns führen würden. Ich schlussfolgere auch, dass Sie den Schlüssel Salomos haben. Wir hatten ihn für kurze Zeit, doch leider ist er gestohlen worden. Susarro. Sein Angriff hat uns völlig überrascht. Meine Männer kämpften tapfer, aber der Feind war in der Überzahl. Nur wenige von uns haben es geschafft, sich hier in Sicherheit zu bringen. Warum ist der Schlüssel so wichtig? Sie wissen von der Amilar-Sphäre? Ein wenig. Susarro hat die Sphäre aktiviert. Mit dem Schlüssel will er die Drachenkraft in einem gewaltigen Energieschub freisetzen. Diese Energie will er für seine eigenen Zwecke nutzen. Und wo ist die Armillarsphäre? Können wir nicht einfach hingehen und das verdammte Ding abschalten? Der Standort der Armillarsphäre ist längst vergessen. 3 uralte Steine hüten das Geheimnis ihres Standorts.
Lassen Sie mich raten, die haben Sie auch verloren, wie? Wir besitzen einen Stein. Zeigen Sie her. Volltreffer, ich glaube, wir haben die beiden anderen. Man sagt, die drei Steine gehören zusammen. Mit den Steinen haben wir noch Hoffnung. Wie kann ich helfen? Wir werden unseren besten Ritter senden. Er ist höflich, beharrlich und lässt sich durch nichts von seinem Kampf gegen das Böse abbringen. Na, egal wer es ist, er braucht bestimmt Hilfe. Das muss er selbst entscheiden. Knien Sie nieder. Hallo. George. Alles in Ordnung? So ziemlich. Ich bin unter Montfaucon gewesen. Ich war in einem geheimen Templerstützpunkt. Und André, du hattest recht. Die Templer haben tatsächlich überlebt. Natürlich. Der ursprüngliche Orden des heiligen Stefan. Aber die müssen doch Jahrhunderte alt sein. Mein kleiner Spatz. Er meint damit nicht, dass es die ursprünglichen Templer selbst waren. Ach so. Dummerweise ist mir Susarro zuvorgekommen. Er hat den Schlüssel Salomos. Wahrscheinlich ist er schon zur Armillarsphäre unterwegs. Weißt du, wo sie ist? Nein. Falls die Templer es je wussten, ist es längst vergessen. Aber sie haben mir einen weiteren Alphabetstein gegeben. Noch ein Hinweis. Nicht nur das. Sie, schlugen mich zum Ritter. Was? Zum Ritter. Das heißt, ich bin jetzt ein Ritter. Unglaublich. Ja, das fand ich auch. Haben Sie dazu ein Schwert benutzt? Jawohl, der ganze Zinnober. Erhebt euch, edler Sir George. Was sagst du dazu, Nico? Ich bin sprachlos. Willst du mich nicht heiraten? Dann wärst du eine Lady. Sehr witzig. Und wie sollen wir sie jetzt nennen? Eure Hoheit? Euer Gnaden? Ach wo, nur nicht so förmlich. Lord Stobbart von Idaho tut's auch. Der Computer war repariert worden. Ich hatte im Augenblick keinen Grund, den Computer zu benutzen. Ich hatte vergessen, wie wunderschön Nico war. Hast du irgendeine neue Idee? Ich bin genauso ratlos wie du, George. Ist dir aufgefallen, wie sich André verändert hat? Er ist geradezu charmant. Beatrice hat ihm den Kopf verdreht. Du magst Beatrice wohl nicht besonders. Sie ist ein schlecht geschminktes kleines Mädchen und unterbelichtet. Nicht nur modisch. Autsch. Ich finde nur, dass André was Besseres verdient hätte. Hast du eine Ahnung, was die Symbole auf den Alphabetsteinen bedeuten könnten? Nein. Nicht einmal André kann uns da helfen. Es ist so frustrierend. Wir wissen, dass die Armillarsphäre irgendwo in Ägypten liegt. Vielleicht sollten wir eine ägyptische Landkarte studieren. Und ich nehme an, du hast gerade zufällig eine dabei. Während du zum Ritter geschlagen wurdest, haben wir eine DVD voller Satellitenlandkarten gefunden. Super! Hier ist sie. Sehen wir uns Ägypten mal an. Wir dachten, Satellitenkarten würden eher ein Bild von Ägypten zeigen, wie es vor Jahrtausenden aussah. Es gibt nicht zufällig Karten, die Erdkraftlinien zeigen, oder? Das hier beruht auf wissenschaftlichen Fakten, George. Sieht aus, als hätte es ein Update nötig. Du kannst die Beweise nicht ignorieren, André. Immer dann, wenn man zu verstehen glaubt, wie die Welt funktioniert. So geht es mir immer bei den Frauen. Hey! Entschuldigung, fangen wir an. Gut. Hier ist Nordafrika. Nico, sieh mal. Das Psi-Symbol sieht wie das Nildelta aus. Du hast recht, George.
Diesen Sektor müssen wir uns näher ansehen. Nirgendwo sah ich etwas, das zu dem Alpha-Stein gepasst hätte. Nico, schau mal hier. Das Omega-Symbol sieht genau wie diese Flussbiegung aus. Das müssen wir uns genauer ansehen. Diesmal bin ich ziemlich ratlos, George. Vielleicht ist das eine Sackgasse. Nein, sieh nur, wie diese Ruinen angeordnet sind. Sieht fast aus wie ein Kreuz. Aber nur fast. Sie sehen aus wie die Punkte auf dem Alpha-Stein. Ich habe mich schon gefragt, was die bedeuten. Das kann nicht stimmen. Einer fehlt. Genau, der fehlende Punkt ist der Ort, den wir suchen. Dann müssen wir nur die Kartenhinweise lesen. Und wir wissen, wo die Armillarsphäre ist. Bravo, George. Danke, André. Komm, Nico, wir müssen Susarro aufhalten. Einer von uns sollte eine Runde drehen. Hast recht. Na los, schieb ab. Entzückend. Ich würde dir gern helfen, aber von der Sonne kriege ich Sommersprossen. Dann nimm doch Sunblocker. Davon kriege ich auch Sommersprossen. Jammerlappen. Wie hast du es nur zum Schergen gebracht? Hier, das muss es sein. Wie gehen wir jetzt vor? Bist du nicht an der Reihe, dir etwas auszudenken? Ich dachte, du wärst dran. Gut, dann gehen wir genauso vor wie immer. Blind links hinein? Ich ziehe den Ausdruck improvisieren vor. Das sieht nicht wie ein richtiger Eingang aus. Susarro hat einen Tunnel in den Tempel graben lassen. Er wird bewacht. Auf direktem Weg geht wieder mal nichts. Wir sollten die Gegend auskundschaften. Super Idee. Hast du den Mantel der Unsichtbarkeit mitgebracht? Mist. Hab ihn im Sack des Vergessens gelassen. Nico! Hast du was gehört? Nö. Ich hätte schwören können. Geh und guck nach. Ich? Wieso ich? Du hast doch hier die ausufernde Fantasie. Wer von uns beiden sieht grausiger aus? Ah, aber ich krieg Sommersprossen. Schon vergessen? Na gut, ich gehe ja schon. Na fein, jetzt macht der Wächter die Runde.
Das hat Spaß gemacht. Und wie? Übrigens, ich soll dir von den Wächtern einen schönen Dank fürs Aufwecken ausrichten. Ach ja? Keine Ursache. Nico und ich hatten schon viel zusammen durchgemacht. Hey Nico. Wenn Susaro all diese Macht tatsächlich erlangt, was glaubst du, wird er damit anfangen können? Weiß ich nicht. Und ich will auch nicht, dass er die Chance bekommt, es herauszufinden. Hey Nico. Ob wir Petra wieder begegnen werden? Du fragst das mit einem Gesichtsausdruck, der mir überhaupt nicht gefällt. Naja, irgendwie ist sie schon... Überleg dir gut, wie du diesen Satz beenden willst. Eine wahnsinnige, hinterhältige Mörderin? Gut, vergiss das nicht. Es war ein freigelegter Teil der Mauer. Darunter waren Steinblöcke zu sehen. Was ist das? Wo? Da, die Inschrift auf dem Stein. Sie hatte recht. Auf einem der Steine war etwas schwach Erkennbares eingraviert. Sieh dir mal die Symbole an. Das Nildelta, das Alpha und das Omega. Wir sind auf der richtigen Spur. Mit bloßen Händen konnte ich die Blöcke nicht bewegen. Irgendwie habe ich erwartet, graben zu müssen, um hier reinzukommen. George, sieh mal! Dass die Blöcke in Wirklichkeit eine Tür waren, hätte ich nie gedacht. Dies war das Endspiel. Als wir den Tunnel betraten, fragte ich mich, was uns wohl drinnen erwartete. Bitte sag mir, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Aber Nico, sie ist... Sag es einfach. Hey, ein Glück, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Sonst wären wir für immer hier eingekerkert. Danke, George. Übrigens, hast du die Taschenlampe? Die Taschenlampe? Ich dachte, du hast sie. Nein, ich gab sie dir im Flugzeug. Und ich gab sie dir im Wagen zurück. Aber beim Fußmarsch gab ich sie dir wieder. Nico. Du hast recht. Wir müssen uns eben vorwärts tasten. Nanu, was ist das? Fühlt sich gut an. George. Ah, Entschuldigung. Mon Dieu, was für eine Versammlung. War wohl eine tolle Party. Hier drin stirbt sich's anscheinend schnell. Mach dir keine Sorgen, jedenfalls jetzt noch nicht. Warte noch 5 Minuten. Wie sollen wir wieder rauskommen? Wir schaffen das schon. Hey, habe ich dir je die Geschichte von Syrien erzählt, wo ich... Hast du, mehrmals und ausführlich. Wo ist der plötzlich hergekommen? Ich bin Anubis, der Hüter des Tempels. Anubis? Das war doch der Gott der Unterwelt. Schau dir das Dekor an. Sieht mir sehr nach Unterwelt aus. Wer hierher kommt, sucht nach Macht. Eine Art antikes Hologramm. Aber Macht wird nur jenen verliehen, die die Autorität... vorwärts zu schreiten. Und wenn wir es nicht können? Es ist eine Aufzeichnung, George. Ja, ich weiß. Ich wollte das Gespräch nur etwas auflockern. Ich glaube, du hast ihn verscheucht. Komisch, dass er Englisch sprach. Englisch? Aber er sprach doch perfekt Französisch. Nico und ich hatten schon viel zusammen durchgemacht. Hey Nico.
Ein neuer Tag, ein neuer antiker Tempelkomplex. Was, Nico? Bitte erspar mir die Geschichten deiner tollkühnen Taten überall auf der Welt, George. Dazu bin ich wirklich nicht in Stimmung. Wie wird eine Frau wie Petra zur Psychopathin? Wen interessiert's? Ob sie vielleicht durch eine behutsame psychiatrische Behandlung... Sie ist eine Killermaschine. Und zwar mit Leib und Seele. Du hast ihr Gepäck nicht gesehen. Sie hat Werkzeug dabei, um Menschen zu zerstückeln. Das heißt nicht unbedingt, dass sie durch und durch böse ist. Doch. Genau das heißt es. Jetzt kein Wort mehr von ihr. Die Tür, durch die wir hereingekommen waren, war sehr massiv und fest verschlossen. Ich würde sie nicht wieder öffnen können. Obwohl massiv, war es wunderschön verarbeitet. Die Tür war massiv und versiegelt. Sie war höchstens mit Sprengstoff zu öffnen. Und zwar einer Menge davon. Die Tür war massiv und versiegelt. Sie war höchstens mit Sprengstoff zu öffnen. Und zwar einer Menge davon. Ich schob den Alpha-Stein hinein. Er rastete mit einem satten Klick ein. Ich legte den Stein mit dem Nildelta-Symbol hinein. Ja, der passt hierhin. Ich legte das Stück Obsidian mit dem Omega-Symbol hinein. Gut, genau da gehört es hin. Hey Nico, wir haben eine Glückssträhne. Ein Glück, dass wir die Autoritätssymbole hatten. Vermutlich trugen sie die Tempelpriester ständig bei sich, als die Pharaonen hier zugange waren. Kein Wunder, dass die Leute sie für Götter hielten. Die Prüfung war fast zu einfach gewesen. Mir graute vor dem, was noch kommen mochte. Wir fanden uns in einer anderen Kammer wieder. Sie sah aus wie eines dieser Rätsel, mit denen Psychologen kleine Kinder nerven. Nur größer. Wie wär's mit einer Partie? Du fängst an. Ich wünschte, er würde das nicht tun. Ihr habt bewiesen, dass ihr genügend Autorität besitzt, um bis hierher zu gelangen. Um den Weg fortzusetzen, müsst ihr beweisen, dass ihr auch Weisheit besitzt. Na dann, gute Nacht. Psst, hör zu! Hört die Sage von Horus, dem Hüter des Gesetzes. Einst wanderte Horus durch das Land der Menschen. Am Ufer des Nils entdeckte er einen Mann der Stadtwache, der einen Mörder in Gewahrsam hatte. Sowie einen furchtsamen Fahrzeugen und den Bruder des Toten, der die Anklage erhob. Der Wächter wollte den Kriminellen, den Zeugen und den Bruder des Opfers zum Gerichtsgebäude an das andere Ufer bringen. Hier gibt es keinen Fährmann, sprach der Wächter zu Horus. Wie soll ich diese Männer dem Gericht übergeben? Horus antwortete, ich trage sie hinüber. Doch es sind drei Männer, mächtiger Horus, sprach der Wächter. Der Bruder des Toten ist so zornig, dass er den Angeklagten bestimmt tötet, wenn er mit ihm allein bleibt. Und wenn der Täter auch nur einen Augenblick mit dem Zeugen allein bleibt, dann wird er ihm so viel Angst einjagen, dass das Gerichtsverfahren scheitert. Darauf vertraute der Wächter alles Weitere der Weisheit des Horus an und ging. Horus überlegte eine Weile. Dann trug er die drei ihm Anvertrauten über den Fluss. Siebenmal überquerte er selbst den Fluss. Hin und her ging er und trug sie alle hinüber. Doch weder blieben Mörder und Fahrzeuge auch nur ein einziges Mal allein, ohne dass Horus sie bewachte. Noch überließ Horus den Bruder und den Mörder jemals sich selbst. Der Zeuge sagte furchtlos und ehrlich aus, und die Gerechtigkeit nahm ihren Lauf. Solcher Art war die Weisheit des Horus.
In eurer Prüfung müsst auch ihr solche Weisheit beweisen. Ihr kennt meine Sage. Nun lebt sie nach, Schritt für Schritt. Wenn ihr scheitert, gibt es kein Weiterkommen. Doch merkt euch, Fleißerei, Unredlichkeit und Missetat sind euch versagt. Was hat er gesagt? Der Typ ist bestimmt Anwalt. Das bedeutet nicht mogeln. Und werden mit dem Tod gehandelt. Oder durch einen Richter. Auch der Gefährte des Missetäters wird von hier verbannt und darf niemals wiederkehren. Hey Nico. Ich muss zugeben, ich mache mir Sorgen. Das passt nicht zu dir. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Wenn Susaros Vorsprung schon zu groß ist? Das wissen wir nicht. Und wir geben nicht auf. Wer spricht denn von aufgeben? Ich frage mich nur, wie wir ihn zur Strecke bringen wollen, wenn wir ihn einholen. Ich verstehe nicht ganz, was ich machen soll. Okay, nochmal von vorne. Es ist eine Denkaufgabe, George. Du musst alle drei Figuren zum Gericht ans andere Flussufer bringen. Aber du darfst den Bruder nie mit dem Verdächtigen allein lassen, wenn Horus woanders ist. Genauso wenig den Verdächtigen mit dem Zeugen. Horus kann jeweils nur einen tragen. Und er darf nur 7-mal den Fluss überqueren. Alles klar? Ich verstehe nicht ganz, was ich machen soll. Okay, nochmal von vorne. Es ist eine Denkaufgabe, George. Du musst alle drei Figuren zum Gericht ans andere Flussufer bringen. Aber du darfst den Bruder nie mit dem Verdächtigen allein lassen, wenn Horus woanders ist. Genauso wenig den Verdächtigen mit dem Zeugen. Horus kann jeweils nur einen tragen. Und er darf nur 7-mal den Fluss überqueren. Alles klar? Nico? Ja? Hast du schon mal überlegt, dir die Haare blond zu färben? George! Schon gut, vergiss, dass ich das gesagt habe.